Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Die freie Energierevolution hat begonnen, Teil 1. Veröffentlicht am 18. Mai 2017 auf transinformation.net. Alle Links in dem Artikel beziehen sich auf die Textversion auf transinformation.net. Von Anonymous Patriots am 1. Mai 2017 übersetzt von Taigeta. Dies ist ein langer, aber wichtiger Beitrag. Wir sollen und dürfen zur Kenntnis nehmen, dass wir auf der Schwelle stehen zu einer Zeit, in der sogenannte freie Energie praktisch umsonst und in beliebiger Menge zur Verfügung stehen wird. Es wird im folgenden Artikel anhand von vielen konkreten Beispielen gezeigt, dass der menschliche Erfinder- und Ingenieursgeist schon lange und auf vielfache Weise die Lösung für unser vermeintliches Energieproblem gefunden hat. Und dass es nur darum geht, diese Pioniere nicht mehr schlecht zu machen, zu unterdrücken oder gar zu verfolgen, sondern ihnen jene Unterstützung zukommen zu lassen, die man anderen Forschungszweigen, die mehr Schaden als Nutzen gebracht haben, seit Jahrzehnten gewährt. Und es darf festgestellt werden, dass alle die Diskussionen über die sogenannten neuen Energiestrategien mit den Wortgefechten für oder gegen die Kernenergie und den Behauptungen, dass das Setzen auf alternative Energien uns zu teuer zu stehen komme, nichts anderes ist als ein Streit um des Kaisers Bart. Bitte diese Zusammenstellung möglichst weit verbreiten. Dieser Artikel wird dich vielleicht zuerst einmal fuchsteufelswild machen. Dann könnten sich einige von euch für dumm verkauft, verraten, naiv, missbraucht oder traurig fühlen. Die Anonymous Patriots, anonyme Patrioten, bitten dich, dass du dich mit den Lügen konfrontierst, die dein ganzes Leben lang über Energie, Kriege, Banken und das Leben im Allgemeinen erzählt worden sind. Dann mache dich kundig über die erstaunlichen Lösungen, die wir sofort einsetzen könnten, um buchstäblich eine freie Energierevolution in die Welt zu bringen. Wenn wir dann aus dem Meer von Lügen aufgetaucht sind, lasst uns daran glauben, dass wir die Welt verändern können. Bitte nimm dir deine Zeit, um diesen Artikel zu lesen, und dann teile die gewonnenen Einsichten mit allen, von denen du annehmen kannst, dass sie in irgendeiner Weise die Nachricht verstehen können. Lasst uns aus diesem Gefängnisplaneten ausbrechen. Die große Erdöl- und Petrochemieindustrie Big Oil hat verbrecherische Lügen verbreitet, um die Menschheit durch Ölkonsum zu versklaven, indem sie uns glauben machte, dass Öl die am besten erhältliche und geeignetste Energiequelle für uns sei. Das Ölgeschäft ist für die Banken und den militärisch-industriellen Komplex so wichtig, dass Millionen von Soldaten und unschuldige Frauen und Kinder in Kriegen im Nahen Osten gestorben sind, während die Gewinne für Big Oil und die Großbanken weitgehend ansteigen. Für unsere Leser, die erstrangige Verbreiter alternativer Nachrichten sind, haben wir hier zusammengefasst, was man vielleicht den Zuhörern übermitteln kann. Die US-Regierung ist zum militärischen Zweig der Industrie- und Wirtschaftsspionage von Big Oil geworden. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, die Welthandelsorganisationen, privat geführte Zentralbanken, der Exchange Stabilization Fund, staatlicher Börsenstabilisierungsfonds, die Nachrichtendienstgemeinschaft der Vereinigten Staaten, ein Zusammenschluss von 17 Nachrichtendiensten der USA, das US-Finanzdepartement, sie alle arbeiten für die Ziele der petrochemischen Kriegsherren, einschließlich der pharmazeutischen Firmen und der Agrarindustrie. Ölkriege zwischen den großen, oft verstaatlichten Ölgesellschaften schaffen die Konflikte, in denen unsere Soldaten und noch mehr Zivilpersonen sterben. Die großen Ölgesellschaften haben die Welt beherrscht, seitdem Öl im Nahen Osten entdeckt wurde. Die US-Diplomatie wurde in den Dienst der Ölbarone gestellt. Edwin Pauley, John D. Rockefeller, George Herbert Walker Bush, Henry Kissinger, Dick Cheney,
und der Rest der üblichen Täter haben die US-Regierung mittels des Council of Foreign Relations in einen Ölkrieg nach dem anderen manipuliert und nie erwähnt, dass wegen Ölpipelines gekämpft wird und nur ein paar wenige schmutzige reiche Ölfamilien profitieren, die niemals genug Kriegsbeute bekommen können. Auf unserer Seite Aim for Truth von The Anonymous Patriots haben wir in vielen Artikeln über diese Dinge geschrieben, von denen uns die Leitmedien nie berichten werden. Die Realität ist, dass Kriege notwendig sind, um die US-Wirtschaft mit fossilen Kraftstoffen zu versorgen, wovon wiederum nur wenige profitieren, während die Umwelt zerstört und Millionen getötet werden. Die große Lüge ist, dass nichts von all dem nötig ist, denn wir haben und hatten schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts genügend Technologie, um die Verbrennung von fossilen Treibstoffen, Öl, Gas, Benzin, Propan etc. zu umgehen. Diese Technologien sind durch das US-Patentbüro gestohlen worden und dem Militär und wenigen auserwählten Unternehmen zur Entwicklung übergeben worden. Laut einem US-Gesetz, 35 US Code, Paragraph 181, können bestimmte Erfindungen und Patente geheim gehalten und von der Regierung nach eigenem Ermessen genutzt werden. Oder es darf deren Weiterentwicklung verhindert werden. Es gibt strenge Strafen, wenn der Erfinder nur schon von seinem Patent spricht, nachdem es beschlagnahmt wurde. Mitglieder von DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, und in QTEL bedienen das Verteidigungsdepartement und die CIA mit diesen geheimen Patenten, so dass sie zuerst für militärische Zwecke zur Bewaffnung verwendet werden könnten. Oft werden Patente dann vorgetäuschten Unternehmen gegeben, unterstützt mit US-Steuerdollars, die das Patent auf den Markt bringen. Ein gutes Beispiel für diese Art von Patentdiebstahl ist in unserem Artikel dokumentiert. Mehr dazu haben wir in unserem Artikel Sumpf gefunden präsentiert. Die Technologie, mit der Facebook seine Social-Media-Plattform aufsetzte, war die firmeneigene Erfindung von Leader Industries. Die Technologie wurde gestohlen und dann von den Frontunternehmen Google und Facebook genutzt, die vom Verteidigungsdepartement und der CIA gelenkt werden, um eine Social-Media-Waffe zu entwickeln, die gegen die Bürger verwendet werden könnte. So wie es heute geschieht. Google hat seinen eigenen Weg gefunden, seine Plattform so zu bewaffnen, wie wir das heute mit der radikalen Unterdrückung von Werbeeinnahmen für die YouTube-Produzenten sehen, vor allem bei denjenigen, die echte Wahrheit verbreiten. Patentdiebstahl ist nur die Spitze des Eisbergs. Industriespionage ist in allen Branchen üblich. Die Ideen der Erfinder werden gestohlen, oder der Erfinder wird unter Druck gesetzt, um den Prototypen oder die Pläne zu verkaufen. Alphabet, Google, Facebook und andere sogenannte private Unternehmen, die tatsächlich von US-Steuergeldern hervorgebracht und finanziert wurden, scheinen endlos Geld zu haben, um jede Konkurrenz durch Kauf aufzusaugen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, jene Technologien zu unterdrücken, die die großen Unternehmen bedrohen. Ob es nun um Öl, Technik, Pharma, Landwirtschaft, Lebensmittel, Energieproduktion oder anderes geht. Großkonzerne nutzen Regierungen und vor allem multinationale Organisationen, um sie nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Großkonzerne geben riesige Mengen an Geld aus für Lobbying bei Regierungen und für Pay-to-Play, Zahlen, um mitzuspielen. Wenn Geld nicht ausreicht, um die Ziele von Big Oil und ihren Big Friends zu erreichen, dann nehmen sie Zuflucht in der Tötung von Erfindern, mit der Absetzung von Führern ausländischer Staaten zu Regimewechseln und sie starten Kriege, um den Ölfluss zur Gewinnsteigerung zu destabilisieren und hoffentlich etwas Öl im Chaos und Verwirrung des Krieges stehlen zu können. Todesfälle wegen Ölkriegen. Von der Agronomie bis zu den pharmazeutischen Produkten von Diesel-LKWs bis zum Erstgeschirr. Von der Agronomie bis zu den pharmazeutischen Produkten, von Diesel-LKWs bis zum Essgeschirr, von der Pipeline zum Kunststoffprodukt. Es ist unmöglich, an einen Bereich unseres modernen Lebens zu denken, der nicht mit der petrochemischen Industrie zu tun hat. Viele Leben wurden geopfert, weil die Big Oil-Konzerne die USA dazu manipulierten, für deren Unternehmensgewinne andere Länder zu bombardieren
und in sie einzumarschieren. Hier ist eine konservative Aufzählung der Leben, die für die Gewinne von Big Oil geopfert wurden. Ausländische Opfer: Irak 3 Millionen, Iran 262.000, Irak nochmals 1.200.000, Libyen 25.000, Somalia 500.000, Nigeria 2.100.000, Syrien 450.000, Jemen 10.000, Afghanistan 1.800.000, Pakistan 1.500.000, Israelisch-Palästinensischer Krieg 200.000, Sudan 2 Millionen, Angola 750.000, Tschad 200.000, Kolumbien 67.000, Zaire 180.000, Guatemala 200.000, Indonesien 3 Millionen, Nicaragua 25.000, Philippinen 100.000, südamerikanische Operation Condor 13.000. Diese Todesfälle werden im Allgemeinen durch CIA-Maßnahmen verursacht, um die US-Ölinteressen zu schützen. In jenen Ländern, wo es US-Interventionen oder eine Invasion gab. Es gab keine guten Gründe für die USA, um irgendeines dieser Länder illegal zu bombardieren oder sie zu betreten. Das US-Militär ist ohne vorherige Zustimmung des US-Kongresses in diese Länder eingedrungen. Diese Kriegshandlungen gehören zu den ekelhaftesten Ereignissen in der Geschichte der USA. Wir verloren viele unserer eigenen Soldaten in diesen Kriegen. Einige der Unfallzahlen sind nachfolgend aufgeführt. US-Opfer: Irakkrieg 36.710, Afghanistankrieg 20.904, Golfkrieg 1.143. Die Wahrheit ist zu abscheulich, um im hellen Licht betrachtet zu werden. Millionen sind gestorben und 46 Millionen wurden allein in den letzten 8 Jahren der US-Bombenangriffe für die Big Oil-Kriegsherren zu obdachlosen Flüchtlingen gemacht. Diese Kriege werden oft unternommen, um zu versuchen, das Gleichgewicht der Macht zwischen den Ländern zu ändern, die das Öl kontrollieren. Zum Beispiel hat Kasachstan die größten Ölressourcen und es gehörte früher zu UdSSR, bis George Herbert Walker Bush mit der CIA zusammenarbeitete, um es zu destabilisieren und in Satellitenteilstaaten aufzubrechen. Bush versuchte erneut zusammen mit Kissinger und Cheney das Kasachstan-Öl für sich zu gewinnen, aber am Ende überbot China sogar Russland. Jetzt kontrolliert China die drei größten Erdölquellen der Welt und hat die Vorherrschaft von US-kontrolliertem Öl und Petrodollar durcheinandergebracht. Ergänzend kann erwähnt werden, dass es bei einem Teil dieser Kriege auch ums Opium ging. So dass es der CIA möglich war, die Welt mit Opium zu versorgen und dabei enorme Summen an Geld für schwarze Projekte zu generieren. Sei wütend, denn du bist getäuscht worden. Sobald du die Bedeutung von all dem verstanden hast und die Beweise, die in diesem ausführlichen Bericht gegeben wurden, zur Kenntnis genommen hast, dann hast du alles Recht, wütend zu werden wegen des Wahnsinns und der Unmenschlichkeit der petrochemischen Kriegsherren und des US-Militärs, die die Menschheit an der Petrokette gefesselt halten, sowie an chemischen Systemen, die alles ruinieren. Unseren Lebensunterhalt und unser Leben bis hin zu unserer Umwelt. Es wäre sehr verständlich, wenn du aufschreien und ausrufen würdest, um den Zorn der Gerechtigkeit abzulassen, der in deiner moralischen Seele aufkommt. Militärische Maschinen werden von dem Erdöl angetrieben, das wiederum die Petrodollars füttert und damit die Gewinne von US Big Oil. Die supergeheime Militärtechnologie jedoch benutzt kein Öl. Sie benutzen Orthowasserstoff, Magnetohydrodynamik oder andere fortgeschrittene Technologien, die aus Patenten gestohlen wurden, die schon seit vielen Jahren da sind. Auch die nukleare Energie, die auf Uran basiert, ist nur gut für die Herstellung von Waffenmaterial der Plutoniumklasse und bei der Erzeugung von nicht mehr zu beherrschenden Abfällen. Thoriumreaktoren liefern die gleiche Energie ohne die radioaktive Strahlung oder Plutoniumherstellung.
und die meisten aktuellen Atomkraftwerke können umgebaut werden, um Thorium verwenden zu können. Wir werden in diesem Artikel die Funktionsfähigkeit der Magnetohydrodynamik MHD und von Thoriumreaktoren zeigen und demonstrieren, dass jede mit Verbrennungsenergie laufende Maschine mit Orthowasserstoff nachgerüstet werden kann, um entweder die Effizienz der Triebwerke zu verbessern und Emissionen zu reduzieren oder sogar vollständig für die Verwendung von gewöhnlichem Wasser allein als Treibstoff umgebaut werden zu können. Es war bisher so, dass derjenige, der das Öl kontrollierte, auch die Banker kontrollierte und die wiederum kontrollierten die Weltmärkte. Aber sobald die Informationen über die neuen Energietechnologien an die Öffentlichkeit gedrungen sind, wird Big Oil mit all seinen Unternehmens- und Regierungstentakeln, die so zerstörerisch in unser Leben eingegriffen haben, am Ende sein. Du, der Leser dieses Artikels, hast die Macht, diese Informationen in deinen Bekanntenkreis und zu den Politikern zu bringen. Wenn sich die Bürgerinnen und Bürger auf der ganzen Welt vereinen, wird die neue Weltordnung ein für allemal besiegt sein. Es ist tatsächlich so, wir können heute schon Maschinen nur mit Wasser laufen lassen, ohne CO2-Emission. Diese Technologie gibt es schon seit vielen Jahren, sie wurde aber unterdrückt. In diesem Artikel zeigen wir dir nicht nur eine Technologie, die die petrochemische Industrie verdrängen kann. Wir zeigen dir viele Beispiele, auch mit Videobeweisen, die zeigen, wie und dass sie funktionieren. Wir zeigen dir auch, wo du diese Geräte für deinen Hausgebrauch erhalten kannst. Hier sind Dinge, die du tun kannst, um diese Energierevolution vorwärts zu bringen. Merke dir diesen Artikel, poste ihn auf Social Media, leite ihn weiter an deine Freunde, versende ihn per E-Mail an deine gewählten Politiker. Lasse deine eigenen Geräte laufen, beteilige deine Nachbarn, bestelle diese Geräte bei den Unternehmen, die wir auflisten. Die Informationsrevolution ist die Revolution des Volkes gegen die Tyrannei. Eine leise Revolution ist auf der ganzen Welt im Gange. Sie nutzt die stärkste Waffe von DARPA, nämlich das Internet, das ursprünglich ARPANET genannt wurde. Das Internet hat dazu beigetragen, die Wissenschaft voranzubringen. Und es stellt eine Plattform für Open-Source-Kenntnisse über alternative freie Energiegeräte zur Verfügung. Durch eine gewöhnliche Veröffentlichung im Internet erfolgt eine globale Enthüllung, wie mit diesem Artikel hier von American Intelligence Media. Erfinder können ihre Ergebnisse an andere weitergeben, bevor sie durch industrielle Spionage gekapert wird. Nicht einmal das US-Patentbüro und die CIA können eine Internetrevolution durch Information stoppen. Wahrlich, eine Graswurzel-Internetrevolution entthront alle Bigs. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis genügend Leute erkennen, was Öl ist, nämlich eine widerliche, verschmutzende, stinkende Substanz, die mit dem Blut des Krieges vermischt ist. Blutöl sowie Blutdiamanten wurde durch das Opfer von vielen zum Wohle der wenigen geschaffen. Die Unterdrückung von Alternativenergietechnologien durch Big Oil. Die Unterdrückung und Sabotage von Energietechnologien ist seit der Morgendämmerung des 20. Jahrhunderts die Norm, als fossile Brennstoffe und der Petrodollar die Weltwirtschaft zu beherrschen begannen. Über 5000 neue Energiepatente wurden als Geheimnis angesehen und wurden durch die bestehenden Patentgesetze unterdrückt. Es gibt US-Patentgesetze, die es der Regierung erlauben, jede neue Energietechnologie zu stehlen und zu unterdrücken, die die Stabilität unserer Nation bedroht. Die Klausel über die gute nationale Sicherheit, die aber unsere Bürgerrechte und Freiheiten an internationale Konzerne und Agenturen abgibt. Unter Vizepräsident Nixon wurden in den frühen 1950er Jahren illegale geheime Patentgesetze verfasst, die es der US-Regierung erlauben, die Energietechnologien von den Erfindern zu stehlen und/oder zu unterdrücken, falls eine Energietechnologie den finanziellen Erfolg fossiler Brennstoffe gefährden könnte. Die geschockten Erfinder wurden auch darüber informiert, dass sie bis zu 20 Jahre eingesperrt werden könnten, wenn sie den Diebstahl ihrer Technik der Öffentlichkeit bekannt machen sollten. Es geschah auch unter Präsident Nixon, dass eine Gesetzgebung verabschiedet wurde,
mit der jede weitere Forschung mit thoriumbasierter Technologie verboten wurde, um das Monopol von Uran-Kernreaktoren zu gewährleisten. Viele haben versucht, erfolgreiche neue Energiegeräte auf den Markt zu bringen, aber nur wenigen ist es gelungen. Wurden neue Energiegeräte verfügbar, wurden sie durch das bestehende Wirtschaftssystem drastisch behindert. Seit Jahren entwickeln Erfinder Strahlungsenergie, Permanentmagnetmotoren, mechanische Heizungen, supereffiziente Elektrolyse, Implosions-Vortex-Motoren, Kaltfusionstechnologie und Motoren, die nur mit Wasser laufen, um nur einige zu nennen. Wer diesem schwierigen, bedrückenden Thema mit etwas Humor ein wenig die Schärfe und Schwere nehmen möchte, für den haben wir rechts einen kleinen Vers, der schon vor einigen Jahrzehnten von Guido Schmetzer in seiner Sammlung Ein Berner namens... veröffentlicht wurde. Ersetze einfach in Gedanken Dünger durch freie Energie. Ein Berner namens Manfred Münger. Er fand den Berner Rasendünger, mit dessen Hilfe jedermann das Rasenswachstum hemmen kann, auf dass die Rasenmäherei für immer überflüssig sei. Als aber nun die Exponenten der Rasenmäherproduzenten vom Münger Dünger Wind bekamen, ergriffen sie Boykottmaßnahmen, sodass nach einem halben Jahr der Münger schon erledigt war und so der Dünger der Bewusste uns vorenthalten bleiben musste. Wer glaubt, das könnte es nicht geben, hat keinen Dunst vom Wirtschaftsleben. Der Aktienmarkt würde sofort mit einer noch nie dagewesenen Kapitalbewegung aus den Erdöl-, Kohle- und Gasgesellschaften aussteigen und auf die neuen Energieentwicklungen reagieren. Stelle dir die Auswirkungen auf den persönlichen Wohlstand vor, wenn die Menschen nicht mehr durch Big Oil und die petrochemische Dominanz der Wissenschaft versklavt würden. Stelle dir eine Welt vor, in der Treibstoff-, Heiz- und Stromrechnungen der Vergangenheit angehören würden. Mit wenig oder gar keinen Energiekosten könnten die Räder der Produktion die größte, umfassendste, am tiefsten reichende Revolution schaffen. Die freie Energierevolution. Ein verständlicher Grund für die Unterdrückung bestimmter Arten von Energieerfindungen ist, dass das Wissen, das ihnen zugrunde liegt, auch in der Lage ist, enorm zerstörerische, fortgeschrittene Waffen zu produzieren. Neue Energietechnologien, insbesondere solche, die diese Art von Wissen über fortgeschrittene elektromagnetische Prinzipien verwenden, gelten als Technologien, die für Waffen verwendbar sind. Sie gehören zu den Tausenden von Patentanmeldungen, die beschlagnahmt wurden und in einem Gewölbe im US-Patent- und Markenamt liegen. Aber der wahre Grund, warum diese neuen Energietechnologien verheimlicht werden, besteht darin, dass sie geheime, energiebezogene Patente beinhalten, die die fossilen Brennstoffe und petrochemischen Monopole bedrohen. Es handelt sich nicht um Luftschlösser. Die freie Energietechnik gibt es, jetzt und hier. Sie offeriert der Welt eine verschmutzungsfreie Energiefülle, für alle, überall. Es ist möglich, die Produktion von Treibhausgasen zu stoppen, alle Atomkraftwerke stillzulegen und allen Menschen eine kostengünstige Energie zur Verfügung zu stellen. Wir können jetzt unbegrenzte Mengen an Meerwasser zu einem erschwinglichen Preis entsalzen und können ausreichend frisches Wasser in die entlegensten Lebensräume bringen. Die Transportkosten und die Produktionskosten für fast alles würden drastisch sinken. Das Essen kann man in beheizten Gewächshäusern im Winter heranwachsen lassen. Klimaanlagen und Kühlung könnten an den heißesten Orten der Erde zur Verfügung stehen, ohne Petrochemie und ohne Pipelines. Das Auftreten von freier Energietechnologie im öffentlichen Bereich bedeutet den Anbruch eines wirklich zivilisierten Zeitalters. Es ist ein epochales Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Freie Energietechnologie ist seit Jahrzehnten hier. Die neue Kommunikationstechnologie und das Internet haben den Schleier der Geheimhaltung von dieser bemerkenswerten Tatsache weggezogen. Menschen auf der ganzen Welt beginnen, freie Energiegeräte für den eigenen Gebrauch zu bauen. Es könnten in der nahen Zukunft enorme ökonomische Instabilitäten und Kriege auftreten, um die Menschen davon abzuhalten, sich der freien Energiebewegung anzuschließen.
Halte nicht deinen Atem an, bis die Mainstream-Medien beginnen, über die Energierevolutionsbewegung zu berichten. Big Oil weiß um deren bevorstehenden Untergang. Es mag eine Überraschung für dich sein zu hören, dass Big Oil ein Dead Man Walking, ein lebender Toter ist. Aber du kannst sicher sein, dass die petrochemischen Kriegsherren alles über ihren bevorstehenden Tod wissen. Tatsächlich wissen die Erdölherren, dass sie auf ihren letzten Beinen stehen. Und sie kämpfen mit mehr Grausamkeit als je zuvor. Gier kann nie gesättigt werden. Aber die großen Ölkriegsherren sind wegen ihrer Unmoral und Bosheit zu blind, um ihre Machenschaften zu stoppen. Es ist schwer, eine Bürokratie auszuwechseln und unmöglich, eine riesige Bürokratie auszuwechseln. Macht korrumpiert und die totale Macht von Big Oil hat sie total verdorben. Es gibt für sie kein Zurück von ihrem Bösen und sie müssen das Tempo aufrechterhalten, um von der Energierevolution abzulenken und das Öl in den Pipelines weiter fließen zu lassen. Hier ist eine Liste von Schätzungen und zukünftigen Zielen von Big Oil. 8 Billionen Dollar werden derzeit weltweit für fossile Brennstoffe ausgegeben, 2 Billionen Dollar davon in den USA. Jedes Jahr werden mehrere 10 Milliarden für Energie ausgegeben, auch auf der Suche nach alternativen Lösungen. Bis 2030 sollen über 1 Billion Dollar jährlich für die globale Energieinfrastruktur ausgegeben werden. Der weltweite Energiebedarf hat sich in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt. Der Energiebedarf soll zwischen 2010 und 2040 um 56% steigen. Der fossile Kraftstoffverbrauch wird voraussichtlich im gleichen Zeitraum um fast 46% steigen. Vorhandene erneuerbare Energiequellen dürften 2040 nur 15% des Bedarfs befriedigen. Wind- und Solarenergie sind relativ schlechte Quellen für Grundlaststrom. Es ist offensichtlich, dass Big Oil neue Energiequellen entwickeln muss. Ebenso wichtig ist, dass sie uns denken lassen, dass sie ihr Bestes tun, um neue Energietechnologien zu finden und sie uns zu bringen. Die Wahrheit ist, dass die Ölkonzerne und Regierungen ein Hütchenspiel mit uns spielen. Sie wollen nicht, dass die Menschheit jemals freie Energie hat, so wie JP Morgan die Finanzierung von Nikola Teslas freien Energiegeräten stoppte, weil sie an freier Energie nichts verdienen konnten. So will auch Big Oil keine freie Energie. Jetzt nicht und auch niemals in der Zukunft. Sie wollen einfach nur solche neue Energien auf den Markt bringen, die helfen, die Menge an fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Und wollen, dass man aufhört, sie zu fragen, warum sie nicht mit alternativen Technologien kommen können. Zum Beispiel sind die neuen Formen von Brennstoffzellen, die entwickelt wurden, nur freie Energieablenker. Diese Brennstoffzellen verwenden größtenteils immer noch fossile Brennstoffe, aber sie sind im Grunde nur eine Ablenkung von freier Energiegeräten, die keinen Kraftstoff benötigen, außer vielleicht gewöhnlichem Wasser. Nimm dir einen Moment Zeit und schaue dir die unten verlinkten Beispiele an, die zeigen, wie die Technologien von Nikola Tesla bereits hier und für den Einsatz bereit sind. Diese Videos gibt es leider nur in Englisch. Man kann etwas Hilfe bekommen, wenn man die Untertitel automatisch übersetzen lässt. Energieablenker – der Mythos der Kraftstoffeffizienz. Der US Energy Independence and Security Act von 2007 fordert einen 35 MPG Standard, Verbrauch von 6,7 Liter pro 100 Kilometer bis 2020. Dieser Standard ist ein Witz, der jedem Amerikaner viel von seinem hart verdienten Geld abzapft. Hier sind einige ältere Fahrzeuge, die gezeigt haben, dass wenn die Automobilindustrie nur wollte, sie Fahrzeuge bauen könnte, die keine Benzinschlucker sind, denn sie haben es schon getan. 2,5 Liter auf 100 Kilometer in einem 1947er Studebaker. 6,7 Liter pro 100 Kilometer in einem 1959er Fiat 600. 4,0 Liter auf 100 Kilometer mit einem Opel von 1959. 3,3 Liter pro 100 Kilometer Diesel oder 3,6 Liter pro 100 Kilometer Benzin in einem betriebenen Peugeot von 1983. 2,3 Liter pro 100 Kilometer Diesel mit einem 2002er europäischen Toyota.
Glaube nicht, was dir die Big Oil Industrie erzählt über Erdöleinsparung, denn wir wissen, dass wir Öl überhaupt nicht brauchen. Alle Verkaufsgespräche, um die Ölkosten zu senken, sollten mit großem Verdacht und Unglauben zur Kenntnis genommen werden. Das ist nur das Todesröcheln von Big Oil. Hier ist ein Bild und ein Video von einem japanischen Auto, das ausschließlich mit Wasser läuft. Es ist nur ein Beispiel von vielen Autos, die ausschließlich mit Wasser als Treibstoff angetrieben werden. Es ist dies nicht das Gleiche wie Autos, Motoren, Generatoren, Flugzeuge und Raumfahrzeuge, die mit Wasserstoff als Brennstoff oder Wasserstoff-Brennstoffzellen ausgerüstet sind. Wasserstoff als Brennstoff wird in der Regel aus Methan hergestellt und produziert dabei Kohlenstoffemissionen. Wasserstoff kann als Brennstoff auch durch Elektrolyse erzeugt und dann in Spezialbehältern gelagert werden. Dieses System erzeugt weniger schädliche Emissionen, ist aber immer noch kein freies Energiegerät, das nur mit Wasser allein läuft, wie das hier gezeigte Fahrzeug. Es gibt eine größere Anzahl Filme auf YouTube, die weitere Beispiele von Wasserautos zeigen, auch in Deutsch. Suche einfach bei YouTube mit dem Stichwort Wasserauto. Hier noch das Video Run Your Car on Water, lass dein Auto mit Wasser laufen in Deutsch. Zwei Webseiten im Englischen dazu. Ein neues System mit Brennstoffzellen erzeugt Elektrizität nur aus Wasser und Luft. Wie man Wasser in Treibstoff verwandeln kann mit einem Do-it-yourself-Knallgasgenerator, Oxyhydrogengenerator. Techniken der Unterdrückung. Da die Unterdrückung neuer Technologien in Amerika üblich ist, werden die meisten freie Energiegeräte außerhalb der USA entwickelt. So gibt es zum Beispiel in Japan und Deutschland einige Projekte für Wasserautos. Freie Energiegeräte, alternative Energiequellen und neue Arten von Generatoren. Unsere Überprüfung dieser technologischen Durchbrüche zeigt, dass diese Erfindungen unterdrückt oder beschlagnahmt wurden durch eine Vielzahl von Maßnahmen. Verweigerung von Patenten und Schutz des geistigen Eigentums durch systematische Maßnahmen der US und anderer Patentämter. Beschlagnahme oder Unterdrückung der Technologie durch die illegale Anwendung des Paragraphen 181 des US-Patentrechts oder anderer illegaler Anträge auf der Basis der nationalen Sicherheitsbestimmungen, indem argumentiert wurde, dass die Technologie als von Bedeutung für die nationale Sicherheit eingestuft wurde. Missbräuche durch andere Regulierungs- und Zulassungsstellen einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Verteidigungsministerium, die CIA, die NSA, die Staatliche Handelskommission, das Energiedepartement und andere. Erwerb der Technologie durch Frontfirmen, deren Ziel es war, die Erfindung zu schubladisieren und zu verhindern, dass das Gerät auf den Markt kommt. Gezieltes ins Visier nehmen der Erfinder oder Unternehmen durch finanziellen Betrug, illegale finanzielle Vereinbarungen, die zum Untergang des Unternehmens führen und ähnliche Fallen. Systematisches Abfangen von Mitteln und notwendiger finanzieller Unterstützung, die zur Entwicklung und Vermarktung solcher grundlegenden neuen Energiequellen erforderlich sind. Belästigungen, Bombendrohungen, Diebstahl und andere Handlungen, die den Erfinder, die Entwickler und die Besitzer solcher Technologien einschüchtern, verängstigen und demoralisieren. Auch erhebliche körperliche Schädigungen und Morde sind schon geschehen. Anreize durch bedeutende finanzielle Aufkäufe, Anbieten von Positionen mit Macht und Prestige und andere Vorteile für den Besitzer solcher Technologien, um ihre Zusammenarbeit bei der Unterdrückung der Technologie zu sichern. Das US-Patentgesetz, das neue Energien unterdrückt. Als ehemaliger Patentprüfer, ich kann Ihnen sagen, dass die Anzahl der zur Geheimsache erklärten Patente im Tresor des Patentbüros, Park 5 Building, sich auf 4000 oder mehr beläuft. Die entsprechenden Erfinder halten nie eine Patentnummer und werden kaum, wenn überhaupt, von der Regierung für die Benutzung der Erfindung entschädigt. Tom Vallone, ehemaliger Patentprüfer. Es folgt nun im Originalartikel eine vollständige, wörtliche Wiedergabe der entsprechenden Abschnitte des Patentgesetzes 35 US Code, Paragraph 181, über die Geheimhaltung von bestimmten Erfindungen und die Zurückhaltung von Patenten, inklusive zugehöriger Strafandrohung, auf deren Wiedergabe wir hier verzichten. Fortsetzung des Artikels mit Teil 2.